Hallo Leute, ich bin Ultimate Spinash und wir spielen heute mit dem Feuer, denn wir werfen heute einen Blick auf Ember. Ember ist das thematische Gegenstück zu Frost, ein offensiver Warframe mit pyrokinetischen Fähigkeiten, der aussieht wie ein Huhn. Im Vergleich zu Frost ist sie schneller und besitzt mehr Energie, aber auch weniger Schild und Panzerung. Die Frage ist sie auch so gut und nützlich wie Frost? Embers Blaupause erhaltet ihr im Markt für 25.000 Credits, ihre Teile droppen von Sargard's Rug auf Saturn. Alternativ bekommt ihr sie samt Slot und Reaktor für 225 Platin. Ember Prime befindet sich derzeit im Prime Vault, allerdings ist sie der nächste Prime, der wieder für einen Monat verfügbar sein wird. Wartet daher lieber etwas, statt zu versuchen, ein Set im Handelschat zu erwerben. Ember Prime besitzt zusätzliche Gesundheit und Panzerung sowie veränderte Polaritäten. Statt ihrer normalen zwei Balken-Polaritäten hat Ember Prime einen Balken und eine V-Polarität. Embers erste Fähigkeit, Feuerball, schadet Feinden und setzt sie in Brand. Ihre zweite Fähigkeit, Brandbeschleuniger, betäubt Gegner und erhöht jeglichen Feuerschaden. Für die Dauer der Fähigkeit kann Ember weitere Fähigkeiten 50% schneller auslösen, ähnlich wie mit der Mod Naturtalent. Ihre dritte Fähigkeit, Flammenstoß, erzeugt einen Ring aus Feuer auf dem Boden und eine sich ausbreitende Feuerwelle, die Feinde umstößt. Beachte, dass die Größe des Rings nicht von Kraftreichweite beeinflusst wird. Feinde nehmen außerdem im Zentrum des Rings keinen Schaden. Embers vierte Fähigkeit, Welt in Flammen, erzeugt Feuerexplosionen in Feinden in Embers Nähe. Solange die Fähigkeit aktiv ist, bewegt sich ihr Radius mit Ember, was es ihr ermöglicht, Feinden durch ihre bloße Anwesenheit zu schaden. Embers passive Fähigkeit erhöht ihre Kraftstärke um 35% und gibt ihr 10 Energie pro Sekunde, wenn sie von einem Feuerschadenseffekt betroffen ist. Ember Prime kann außerdem Energie aus Death Orbs und Urukin-Tilesets beziehen. Mein Bild besteht aus Kontinuität, Fluss, Stromlinie, Feuerbeben, Vitalität, Energieumwandlung, Umlenkung und Ausdehnung. Falls ihr Feuerbeben nicht besitzt oder einen mehr schadensbasierten Bild anstrebt, könnt ihr Feuerbeben durch flüchtige Stärke ersetzen. Ich persönlich verwende diesen Bild, um Auslöschungsmissionen ohne viel Aufwand abzuschließen. Ember ist kein schlechter Warframe, aber auch keiner, den ihr priorisieren solltet. Sie erreicht trotz mehrerer Buffs immer noch nicht ihr volles Potenzial, insbesondere was Flammenstoß betrifft. Flammenstoß sollte meiner Meinung nach eine offensive Version von Schneekugel sein. Da die Fähigkeit keinen Beschuss abwehrt, soll sie zumindest zuverlässig Feinde am Betreten des Feuerrings hindern. Es würde auch helfen, wenn die Größe des Rings von Kraftreichweite beeinflusst würde. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Giga Fire! From District 12. District 12, you know it. As the girl on fire! What do we know her as a